Unsinn hört, wirtschaftliche Auswirkungen. Viele Betriebe, Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer spüren diese Auswirkungen. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in Ostafrika erleiden müssen. Hürth hat eine Partnerstadt in Kenia, Kabarnet. Und die Menschen dort, die leiden besonders stark und sehr existenziell durch die Auswirkungen der Corona-Krise, durch die langanhaltende Trockenheit und durch eine Heuschreckenplage. Die Versorgung ist in vielen Familien nicht mehr sichergestellt. Hunger gehört zu den alltäglichen Begleitern. Und wir möchten unsere Partner in Kenia deshalb unterstützen und haben einen Corona-Hilfsfonds für Kabarnet aufgelegt. Der Partnerschaftsverein Hürth und die Stadt Hürth werben hier gemeinsam dafür, dass Sie ein Herz zeigen für die Menschen in Kabarnet. Machen Sie mit, spenden Sie, damit den Familien dort geholfen werden kann. Corona-Pandemie hat auch Kenia erreicht und auch unsere Partnerstadt in Kenia, Kabarnet. Wir alle wissen, was es bedeutet, wenn der Lockdown ist, wenn man Kontaktsperre hat. In Kenia ist das allerdings noch viel schlimmer, weil die Leute kein soziales Netz haben und ihren Arbeitsplatz sehr schnell verlieren, sodass nur noch wenige Verdiener da sind, die den Lebensunterhalt sicherstellen können. Wir haben gemeinsam mit der Stadt Hürth, dem Bürgermeister und dem Partnerschaftsverein deshalb eine Hilfsaktion für Kabarnet gestartet. Wir bitten Sie, unser Poster zu beachten. Auch Flyer werden wir verteilen. Darauf ist die Kontonummer bei der Kreissparkasse angegeben, die speziell für diesen Fall ist. Und alle Gelder, die dort eingehen, werden abzugsfrei nach Kenia geschickt. Und dort gibt es ein Komitee, was dafür sorgt, dass die gerecht auch nach Bedürftigkeit verteilt werden. Ich darf Sie nochmal an Sie appellieren. Helfen Sie, Kabarnet.